So, hello, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen hier zu Crisis. Krise. Ja, wir waren in der Krise mit Octodad und jetzt sind wir fertig mit diesem ganzen Spaß. Und jetzt wird's ernst. Tod ernst. Krieg ernst. Wir spielen im Krieg. In Crisis. Laden. Da gibt's gar nichts zu laden, Mann. Dann solltest du grau unterlegt sein. Oh. Was machen wir denn leicht, oder? Angreifer markieren, ferngesteuertes, einfaches Fernglas, Fadenkreuz aus und normales Visier. Keine Granatenwarnung, normales Ferngleis, Gegner sprechen, koreanisch. Ach so, so. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir auf in Korea spielen. Wahrscheinlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass man irgendwann auf einer Insel ist. Normales Ferngleis, Gegner sprechen Deutsch, normales schwer. Na, wir bleiben normal, komm. Einfaches Fernglas, was zum Teufel? Fahrgesteuertes Geschütz, aber bitte! Und hier nicht? Ja, liebe Leute. Ne, Spiel starten. Ich will doch nicht extra mal umsteigen oder aussteigen oder dann geht's gar nicht. Electronic Arts Presents! Schrauben! Crytek Production. Wow, das sieht ziemlich eklig aus. Das sieht irgendwie ziemlich aus wie ein harter Alien. Oh, das sieht jetzt aus wie ein Insekt. Spielen wir schon? Ah. Edzard, das ist der Anzug. Ja, in Crysis geht es ja um diesen Anzug. Genau, Edzard, mein Gott, du bist echt so ein Mongo. Oh. Oh, das muss wehtun. Aua. Bitte den jetzt nicht irgendwie so... Ah, ne, gut. Ah, der Klassiker. In andere Leute schmeißen. Was ist das jetzt eigentlich? Ich verstehe gar nicht, was... Maximum Armor. Wow. Das ist ja so ein kleiner Iron Man. Was ist das? Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Naja, wir finden sowieso alles raus. Ich bin ja nicht doof. Naja, doch, eigentlich schon. Kontakt. Das sieht mir eher aus wie... Hey, das ist eine Insel da im Hintergrund. Mein Gott, jetzt sehe ich es erst. Das sah erst auch aus wie Wolken und jetzt ist es natürlich eine Insel. Ah, beliebige Taste zum Fortfahren drücken. Oh Mann, 7. August 2020. Oh, das ist ja bald. In 6 Jahren schon sind wir so weit. Knistern. Was? Was ist das denn? Das sieht mir irgendwie aus wie so ein... Ja, ich sehe es gerade. Oh nein. Oh. Unterdrückter Schrei. Bitte. Sieben Tage später. Haha. Und die Welt ist am Arsch. Haha. Das sah ziemlich krank aus gerade. Lingshan-Inseln. Philippinisches Meer. Ich kann immer noch nicht steuern. Ah, das sind Wolken, Ben. So sehen Wolken aus. Ja, das sind Wolken. Und das dahinter, das ist eine Insel. Und das davor sind Wolken. Und das ist ein Flugzeug. Oh, mit vier Triebwerken. Ja, das gibt ja ganz schön Stoff. Zentrale hier, Sky Chief. Sind auf 25 Sky Chief. Unser Radar ist gestört. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Oh, aber das ist ziemlich doch unbewölkt. Außer jetzt rechts an die Wolke. Aber ich bin kein Wetterexperte. Zeig ich doch. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Ja. Geschätzte Ankunft. Idiot. Cool. Inseln sind eigentlich geil. Solange es drauf keine giftigen Viecher gibt. Hey Nomad. Wow. Gibt sich auch noch mal? Ja, klar, Mann. Okay, meine Herren, nur gepennt. Der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Aha. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir auch. Prophet. Die Koreaner dürfen nicht merken. Ah, sehr guter Name. Prophet. Nicht mal merken, was los ist. Psycho. Mann, Psycho. Was soll das? Psycho, das Entschuldigung. Psycho. Ah, der sieht ziemlich krank aus. Und erinnert mich an Wayne Rooney. Nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet.
Wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch Prophet, leben? Nicht Prophet. Genau das sollen wir rausfinden. Der Prophet. Der Kontakt zu Dr. Rosenthal ist abgebrochen, Rosenthal. Als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Aha. Das war vor einer Woche. Vor zwei Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Aha, und? Das ist schlimm. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Oh. Geleibter Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Abspruch. Alles klar. Cool. Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Oh, wir sind alle in diesem Anzug drin. Ja, wir sind alle in diesem Anzug drin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Los, los, los. Ich kann mich immer nicht bewegen. Ich finde das... Okay, man darf nicht Leertasten drücken zwischen diesen scheiß Cutscenes. Landen sie in der aktivierten Zone. Was? Ja, ja. Okay, wow, das sieht ziemlich geil aus. Nachtsicht. Wo ist das Flugzeug? Oh, da hinten ist das Flugzeug. Okay. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Okay. Wie denn? Wie denn? Was? 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 Oh, 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 oh. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Oh. Nomad, wie ist der Status? Gut. Ich bin okay, aber mein Herd ist gestört. Mein Herd? Was zum Teufel war das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nichts mal gesehen. Kommen Sie zum Strand. Bin unterwegs. Ja. Hat jemand die Landezone getroffen? Was zum Teufel? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Komm! Hier, Psycho. Hier, Psycho. Ich bin unterwegs. Rücke jetzt zur Landezone. Hashtag, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Hashtag, eine Schildkröte! Kann ich dich irgendwie umarmen? Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Nicht schön. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Hey! Hey! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nehmen! Wie nennt man? Mit F nimmt man. Ah, Objekt werfen. Dankeschön. Oh nein! Ich hab eine tote Schildkröte! Oh mein Gott, und sie versucht mir ein High Five zu geben? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich nehme sie mit. Eine Schildkröte! Oh mein Gott, das Spiel gefällt mir jetzt schon. Ah, das Spiel gefällt mir jetzt schon. Ah, ich nehme eine Schildkröte mit in den Krieg. Das ist jetzt, das ist, ich brauche einen Namen für das Viech. Weil ich nehme es jetzt, ich werde das jetzt nur mitnehmen. Wow, es existiert gar nicht. Okay. Wo müssen wir hingehen? Ah ja, ich gehe mal dem, genau. Was ist das? Ist das nochmal eine Schildkröte? Nein, das ist eine Krabbe. Hey, Krabbe! Wow! Hier, Freunde dich mit meinem... Ne, okay. Ne. Ich finde die Schildkröte sowieso viel besser, aber ich finde es richtig cool, dass es hier, Vieh hier gibt. Was zum Teufel hat sich da drin jetzt bewegt? Keine Ahnung, weiß man nicht. Okay. Was? Wie? C. Okay, ich muss kurz wegschmeißen. Hä? Oh. Taktischer Aufsatz. Nein. Reflexvisier bitte. Ah nein, Visier. Schalldämpfer. Oh ja. Kann ich das bitte bei der anderen Waffe aufmachen? Ja. Laservisier. Taschenlampe. Okay. Alles kein Problem. Die Schildkröte ist so geil. Aufpassen, Moment. Feindkontakt auf 12 Uhr. Ich kann die Schildkröte auf ihn schmeißen. Das wäre ziemlich witzig. Ey! Hä? Ich habe ihn noch nicht mal getroffen und der stöhnt schon rum. Lade nach. Buh! Oh na, jetzt komm. Da wollte ich doch nur mit meiner Schildkröte ein bisschen spielen. Kann es sein, dass die ziemlich übertrieben rumfliegen, wenn sie sterben? Aber ich finde sowas cool. Weil ich meine, das ist lustig. Ich finde es witzig. Kleine verdammte Kacke. Sollen wir
Schildkröti. Nein, das ist ein dämlicher Name. Hey, können wir dich auch aufnehmen? Nein, schade. Sonst hätte ich dich jetzt mitgenommen. Dann hätte ich einen neuen Freund zum Spielen gehabt. Müssen wir überhaupt hin? Ja! Nein, du sollst es werfen! Cool. Wow, das sieht ziemlich... Also dafür, dass das Spiel vor wie vielen Jahren rauskam? Ich weiß es gar nicht. 10? Nein, ich glaube 10 Jahre ist ein bisschen übertrieben. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Okay, war schlecht. So, wir folgen... Wir haben nicht Schildkröte dabei. Oder? Ah, doch. Ah, mein Gott. Versteck dich nicht. Ich mag das nicht. Das ist so geil. Ah, Schild. Was? Hören Sie mich? Klar und deutlich. Aztec. Ich hatte auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Ich hänge in den Bäumen fest. Das ist nicht so cool. Halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Ja, ich komme mit der Schildkröte. Die kann das Seil durchbeißen oder einen Baum. Ist zwar kein Biber, aber... Hey, da ist der Punkt. Hier oben. Was, wo? Wo denn? Oh mein Gott. Ziemliche Ninjas. Komm schon, wir müssen zu Aztec. Okay. Moffat, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille. KVA. Haben die sie gesehen? Nein. Aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Was zum Teufel? Wir sind hier nicht bei Jurassic Park. Sind wir hier bei Jurassic Park? Adressatissima. Madresatissima. Lagebericht. Jetzt. Links halt. Okay, ich komme. Hilf mir! Ich komme. Dome, Chester, helfen Sie! Ja, ja. Schnell, los! Ich geb mein Best! Das. Was ist das? Ich weiß es nicht! Okay. Warte, ist das hier? Nein. Wo ist er denn? Da, oder? Verdammte Kacke, nein! Oh, da, hier. Sehr gut. Meine Schildkröte hat sie in die Katzen reingeschmuggelt. Mann. Was zum Teufel war denn hier? Naja, okay, Jurassic mag es nicht, weil dann wäre da kein Mensch mehr, sondern nur noch Blut und Gedärme und... Hörst du das? Nein, bitte nicht. Keine Skelette, die von oben runterfallen. Nein. Wenn ich Nein sage, dann heißt es Nein. Nein. Jetzt kommt ein Skelett von unten runter. Ich sehe es. Und ich krieg nicht in der Tasse. Nein, tue ich nicht. Los. Mir gefällt das nicht. Nein. Oh, da hinten ist jemand. Da liegt jemand. Scheiße. Aber hey, der hat doch so einen coolen Anzug an, Mann. Der muss doch alles überleben. Oh, da blutet's. Oh, Scheiße. Mist. Oh. Chester, bitte kommen. Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt. Was zum Teufel ist da draußen? Was? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Sowas? Nein. Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Ja. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Und er auch. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Oh Mann. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Nein. Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, richtig, dass sein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich auch. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Ist klar? Okay, Chester, gut. Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad zur Landezone. Oh Mann. Unterwegs, Prophet. Was war das? Das sah mir schon eher nach... Was zum Teufel war das? Meinst du das Geräusch oder meinst du das jetzt, was diese Typen umgebracht hat? Wo ist meine Schildkröte überhaupt? So. Ja! Oh ja, sehr geil. Oh, ich liebe diese... Oh, das ist sehr cool. Ich gehe nicht ohne meine Schildkröte. Auf geht's. Spiel gespeichert. Yay! Im Stärkemodus. Hey, warum bist du noch hier? Vorrücken. Ja. Stärkemodus?
S für Stärke, nein, S für Zurückgehen. Warten Sie, hier vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Was? Maus 3? Was ist Maus 3? Mausrad? Oh, nein, nein, nein. Ich bewege mich schneller. Was ist das? Ah, Stärke. Wahrscheinlich zum Prügeln. Vielleicht auch zum Werfen? Yeah. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool ist das? Was ist das? Oh. Oh, oh, das ist das mit C. Oh, nee, das ist nicht cool. Ah, und das ist einfach nur Panzer. Okay. Oh mein Gott, das ist ja zu göttlich. Was? 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 Bim, bum. Schildkröte nehmen. Bip. So. Oh oh, nein, das ist nicht gut. Verdammt, ich muss meine Schildkröte loswerden, weil sie nicht getarnt ist. Oh, das ist ziemlich... Oh, das ist eigentlich... Oh, das ist eigentlich sehr mies. Oh, das ist sehr mies. Einfach mal sich unsichtbar machen. Boah, ist das... Kann man ja das Spiel fast gar nicht verlieren. Oh ja. Oh ja, wisst ihr was? Bevor wir weitergehen, machen wir ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hat's gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei Crysis mit mir dabei seid. Mein Name ist Bernd und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!